Und schon wieder ein neues Harvest Moon. Kann Natsume es dieses Mal schaffen, aus dem Schatten der Vergangenheit zu treten und endlich mal wieder ein gutes Harvest Moon zu liefern? Schauen wir mal. Auch in Harvest Moon, eine neue Welt, ist es wieder das Hauptziel, eine schicke Farm aufzubauen und die Erntegöttin von ihrem schweren Schicksal zu befreien. Allerdings könnt ihr euch dieses Mal entscheiden, in welchem von 5 Biomen ihr eure Farm anlegen wollt. Jedes Biom bringt euch sowohl eine Handvoll Vorteile als auch eine Handvoll Nachteile. Die größte neue Herausforderung in diesem Harvest Moon Teil ist das Klima, das tatsächlich dieses Mal Einfluss auf euer Wohlbefinden hat. Wenn ihr euch in zu großer Hitze aufhaltet, werdet ihr eure Energie schneller los, und wenn ihr in zu kalter Umgebung rumtrottet, dann werdet ihr schneller müde und auch schneller krank. Entgegenwirken könnt ihr diesen klimatischen Effekten mit Speisen und mit Kleidung. Ja, ganz genau, ebenso wie in Breath of the Wild. Generell setzt Harvest Moon eine Welt ziemlich stark auf Exploration. Ihr könnt in alle Biome gehen und die frei erkunden und schauen, was da so los ist und was ihr da findet, vielleicht an Saatgut und an Erzeugnissen. Damit in Verbindung stehen natürlich auch die obligatorischen Gewaltmärsche von einem Biom ins andere, die für mich in einem Harvest Moon auch nicht unbedingt was zu suchen haben. Genau wie dieses ständige, ich muss schauen, dass meine Ausdauer ständig vom Wetter beeinflusst wird, oder aber auch dieses, ich spiele mir eine Schnellreisefunktion frei im späteren Verlauf, um nicht mehr so weit laufen zu müssen. Wenn ihr beim Erkunden der Biome irgendwann mal feststellt, oh, hier finde ich es ganz besonders schön, könnt ihr übrigens eure beständige Farm jederzeit nehmen mit Feldern und Gebäuden, was ihr gerade so schon aufgebaut habt, und könnt die von einem Punkt der Karte an anderen setzen. Überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass das auch die Einschränkung der Feldarbeit bedeutet. Ihr könnt nicht einfach mehr überall rumrennen und eure Felder setzen, sondern nur noch auf diesen dafür vorgesehenen Feldern nahe eurer Farm, die ihr dann auch immer wieder versetzen könnt. Ja, und ansonsten ist alles gleich geblieben. Es ist ein Harvest Moon. Yay! Ihr könnt Felder bestellen, euch um Tiere kümmern, Erzeugnisse sammeln, Liebesbeziehungen aufbauen, euch mit den Dorfbewohnern anfreunden und natürlich auch jede Menge Aufgaben lösen, jede Menge Reihen von Aufgaben lösen, um irgendwann mal die Erntegöttin zu retten. Überzeugt hat mich dieses Harvest Moon allerdings überhaupt nicht. Es ist erstens viel zu groß, das hat gar nichts mit Harvest Moon zu tun, dass man eigentlich die meiste Zeit damit verbringt, von A nach B zu laufen. Des Weiteren finde ich die Grafik und die Musik vollkommen lieblos dargestellt. Das habe ich in so einem Harvest Moon noch nie gesehen. Und auf der anderen Seite haben sie auch die Steuerung ziemlich stark eingeschränkt. Man kann jetzt nicht mehr über Touchscreen einige schnelle Aktionen ausführen, sondern muss alles wieder mit Tastenkombinationen erlernen. Ich meine, gefühlt verbringt man eh die erste Stunde damit, dem Tutorial zu folgen. Also das ist wirklich mega ausführlich. Aber trotzdem, für Neueinsteiger würde ich dieses Harvest Moon auf keinen Fall empfehlen, da gibt's definitiv schönere, wie zum Beispiel Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Und für eiserne Veterane der Harvest Moon Serie kann ich nur sagen, schaut es euch an, bildet euch eine eigene Meinung. Mir persönlich hat's nicht gefallen, aber so wie wir es in letzter Zeit gesehen haben, wird's vermutlich nicht lange dauern, bis schon wieder das nächste Harvest Moon auf dem Markt ist. Deswegen lassen wir uns überraschen. Vielleicht kommt ja doch irgendwann nochmal ein Lichtblick.